so, diese elenden Leichenflederer, ist ja ekelhaft. Ich will trotzdem hier in Ruhe alles nochmal umgucken. Gut, hier geht es nur um Kreis, aber vielleicht gibt es ja noch was zu finden. Ein leerer Mülleimer, super, es hat sich voll gelohnt, jetzt im Kreis zu laufen. Hier wird Benzin verschüttet, das ist... Ach, scheiße. Wir haben ordentlich Gesundheit verloren. Aha, was da wohl fließt? Magma. Glaube ich, oder irgendwas anderes, weil Magma kann es eigentlich nicht sein. Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Ich habe keine Ahnung, was dieser Spruch jetzt gewesen sein soll. Wir haben uns von dir abgewandt. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis. Habe ich die Sau getroffen? Nee, habe ich nicht. Och, der frisst aber auch eine Menge, ey. Was ist denn ein Chemowerfer? Kann mir das bitte mal einer verraten? Ach, das Ding. Okay. Ja, das Maschinengewehr macht nicht so viel Damage. Das ist halt so. So, jetzt muss ich nach rechts, dann nach oben, dann nochmal nach oben und dann wieder nach rechts. So, jetzt brauche ich noch ein paar Waagerechte. Da habe ich ja hoffentlich genug. Ja, super. So, der ist dann auf unserer Seite. So, das hacke ich natürlich auch mal. Wenn das überhaupt möglich ist, danke. Nö, das ist mir nicht wert. Super, das Teil macht's automatisch. Nee, das ist mir echt nicht wert, dieses Teil zu hacken. Verkaufsautomaten. Gehen, Upgrade austauschen. Nö, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Scheint jetzt doch ein bisschen linear nach vorne zu gehen. Ich habe noch ein bisschen was für dich, Mädchen. Ja, dann komm noch her. Schön, dass du mich damit versorgst. Finde ich gut. Die Frage ist, was bringt's? So, will ich mal gucken. Warum ist das denn jetzt auf einmal alles so schwer? Wozu hole ich mir dann den ganzen Scheiß? Von wegen Hacker Delight und so ein Scheiß, wenn ich sowieso nicht hacken kann, weil es einfach viel zu schwer ist. So, hält sich aber eigentlich, um ehrlich zu sein, dafür, dass die Anzeige halt meines Erachtens nach angeblich auf sau schwer ist. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden.
Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Slicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Alles klar, der beste Elektroingenieur des Zeitalters. Das ist unmöglich. Drauf geschissen, komm. So, brauche ich halt alles nicht, ne? Noch nicht. Und das müssen wir hacken. Die Verkaufsautomaten, auf die kannst du ja gegebenenfalls noch kacken, um ehrlich zu sein. Aber auf die Kameras muss ich gestehen, leider nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch so eins und der Rest gibt sich von selbst. Im Sprung gehackt. Das muss mir mal jemand nachmachen. New Windmaschine. Schon wieder hacken. Das geht wahrscheinlich. Ja. So, ja, das ging eigentlich. Also die Windmaschinen gehen. So, was haben wir denn hier? Autohacker. Wollte ich auf jeden Fall noch fertig machen. Trinker, nö, brauche ich eigentlich nicht. So, super, das war dumm. Ich habe nämlich aus Versehen das Falsche gefertigt. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mutter, Väter, Menschen, die sie lieben. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Der hier, hm? Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicor Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicor Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Alles klar. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. So, dann hau ich mal ein paar... wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Mach doch nix. Folge deinem Gästen. Oh Mann, ihr Lümmel. Na, oh, Kacke. Ich kann doch echt nicht zielen, was das angeht. Du
Schön, dass du dich schocken lässt. Gut. Das Wasser hat den Rest gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit Frozenfield 2. Wo ist mein Anteil? Brauch ich nicht. Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. So, hier gibt es wieder viele Leichen zu plündern. Hat sich einigermaßen gelohnt, würde ich sagen. Bolzen aufheben, Leiche untersuchen, gibt es noch mal ein bisschen Kohle. Super. Hier haben sie einen Big Daddy rausgehauen. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ja. Eine Little Sister auf dem Arm, ne? Buggy! Buggy! Yo! Ich bleib mal bei dem. In der Hoffnung, dass er die anderen platt, erstens platt macht. So, der Big Daddy macht das schon. Ah, Mist. Na komm her. Super. Die natürlich retten. Dürfen wir nicht vergessen. Doch, doch, doch. Mädchen, das passt schon. Uiuiui. Ui, ui. Das Spiel. Ja, bitteschön. Super. Wie nur ein Armbrustbolt. Ja doch, der hat glaube ich auch nur einen gefressen, ne? Schlucki! Du auch! So, Kohle, Kohle, Kohle.
Bolzen wieder eingesammelt. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Hier müssen wir bestimmt auch noch irgendwie lang, oder kamen wir von hier? Ne, wir kamen nicht von hier. Ich folge jetzt einfach mal der Story. So, wie gesagt, Autohacker für Saves nehme ich immer. Oh, das hat sich super... Lümmel. So, wenigstens Kohle gekriegt. Destilliertes Wasser. Ionisches Gel. Hier. Kamen wir von hier? Wir müssen auf jeden Fall runter. Aha. Verstehe. Hier ist also nichts mit Nachkaufen. Den kann ich nur benutzen. Diese ollen Halunken. Power to the people. Super. Schrotfluten, Feuergeschwindigkeit, Schadensteigerung. Auf jeden Fall.